Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren in den angeschlossenen VIP-Räumen, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das 6:0 ist natürlich eine große Freude für uns, der höchste Sieg in der zweiten Liga-Geschichte, aber wir fühlen auch mit unserem Gegner und begrüßen hier auf dem Podium Trainer Damir Buric und bitten ihn um seinen Kommentar zum Spiel. Erstmal, Beileid von SC Paderborn wegen der verstorbenen Herr Finke. Ne? Ich finde, dass dieser Mann hat unglaublich viel geleistet für diesen Verein und von dieser Art und Weise irgendwie hat, heute war er nicht dabei, aber irgendwie dieser Sieg geht auf ihm oder vor ihm. Wir haben auch dazu sehr viel beigetragen mit unserer Art und Weise. Wir wissen auch die Qualität von Paderborn, wie die im Umschaltspiel brutal stark sind mit ihren schnellen Spielern und wir haben dich heute wirklich naiv eingeladen. Mehrere Fehler in kurzerer Zeitraum und wir sind dann nicht mehr ins Spiel zurückgekommen. Wir haben weiter in zweiter Halbzeit auch beim Eckball Rückraumabsicherung war klar, muss man auch immer wieder mit mehreren Spielern das abdecken, dann kriegen wir auch die vierte Tor und ja, dann ist schwer. Dann ist es richtig schwer gegen so eine Mannschaft weiterzuspielen, dann spielst du der Paderborner richtig gut in die Karte und ich muss wirklich gratulieren, weil Art und Weise, wie Paderborn Fußball spielt, das ist auch wunderschön anzuschauen. Ich glaube, dass die Zuschauer haben heute im Stadion richtig die Zeit auch genossen, und aber wir müssen uns unsere Fans einfach entschuldigen, weil diese Art und Weise geht nicht. Das muss man sich schämen. Ne? Vielen Dank, Herr Buric. Steffen, kommen wir zu unserer Sicht der Dinge. Gerade noch das 0:2 in Regensburg, heute 6:0 gegen Fürth. Wie ist deine Stimmungslage aktuell und wie bewertest du den heutigen Sieg? Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Ja, wir freuen uns natürlich über die 3 Punkte und auch über die 6 Tore. Ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht, haben es immer wieder geschafft, natürlich auch schnell hinter die Kette zu kommen und auch immer wieder uns Tormöglichkeiten erarbeitet. Ich glaube, das sollten wir auch dabei belassen. Wir nehmen das gerne mit. Wir wissen, dass Fußball schnelllebig ist. Wie gerade angesprochen, vor 3 Tagen Regensburg, heute Fürth, geht halt einfach zu schnell. Wir nehmen die Punkte gerne mit und konzentrieren uns jetzt auf Duisburg und wie gesagt, danke erstmal. Ja, Steffen, vielen Dank auch für deinen Kommentar. Kommen wir zu Ihren, zu euren Fragen. Bitte schön. Peter Klute, Westfalenbad Mikro ist unterwegs. Herr Baumgart, wenn man am Mittwoch einen Spieler, der eigentlich sonst immer spielt, Sven Michel auf die Bank setzt und der dann heute so eine Reaktion zeigt, dann ist das genau das, was man sich als Trainer vorstellt, oder? Ich würde es mal so sagen, das Gute ist ja, dass die Jungs keine Reaktion zeigen brauchen, weil die Jungs immer gut arbeiten und die Jungs wissen auch damit umzugehen, wenn sie vielleicht nicht mal von Anfang an spielen, weil das gehört dazu. Und hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ich habe mit Sven immer eine klare Richtlinie, dass wir über vieles reden, dass wir auch über vieles reden, was nicht so gelingt oder was gelingt. Und deswegen war auch klar, dass Sven seine Position, sag mal, die er bisher hat, auch immer wieder drum kämpfen wird. Das hat er heute gut gemacht. Es war mir aber auch schon gegen Regensburg klar und eigentlich schon vor dem Spiel, dass er heute von Anfang an aufläuft. Also das war jetzt keine Geschichte, nur weil er jetzt eine Reaktion gezeigt hat. Ich glaube, wir können von Sven immer erwarten, auch als er in Regensburg reingekommen ist, hat er sich reingeworfen. Das macht er halt und wie gesagt, ich habe immer meine Probleme, jetzt gewinnen wir und jetzt haben die Spieler eine Reaktion gezeigt. Beim nächsten Mal verlieren wir und haben sie keine gezeigt. Ich glaube, die Jungs machen einen guten Job. Die haben auch einen guten Job für mich in Regensburg gemacht, auch wenn es nicht erfolgreich war. Und heute haben sie, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Alle. Ja, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann danken wir für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimfahrt nach Fürth und für die meisten eine gute Vorschau auf das Spiel in Duisburg am Dienstag. Dankeschön.